Frage, Joachim, könntest du bitte auf Diffusionsfilter im Meerwasser eingehen? Wie realisiert man das am besten? Ja, erstmal auf meiner Homepage findest du ja ein paar Versionen vom Diffusionsfilter. Und seit einiger Zeit habe ich den Diffusionsfilter ja noch ein bisschen vereinfacht, dass man also ohne irgendwelche separaten Kammern oder Unterbeckenkammern oder Unterbeckenfiltern oder irgendwas einen Diffusionsfilter mit ganz geringem Platzaufwand direkt im Aquarium realisieren kann. Und das geschieht auch hier wird auch bei dem Seepferdchenbecken passieren. Da sieht es also so aus, da werde ich über die gesamte Rückwand eine Filtermatte an die Wand kleben, an die Rückwand kleben oder fixieren, nicht fest, nicht richtig, also mit ein paar wenigen Punkten wird die an der Scheibe fixiert und dass man sie also zur Not auch doch nochmal abbekommt, ohne da gleich da eine Kampfaktion draus machen zu müssen, also wirklich nur, was weiß ich, 3, 4, 5 Punkte, mehr mache ich da nicht, Silikonpunkte, ne? Und mehr gibt es nicht. Ja, und diese Filtermatte, die wird 5 cm dick und ich werde sie in, je nachdem was ich kriege, ich hoffe 30 ppi Matten bekomme in schwarz und dadurch ist also quasi die Stärke, die ich immer empfehle, also auch vorhanden und dadurch können sich also in dem Material auch entsprechend verschiedenste Mikroorganismen ansiedeln, verschiedenste Bakterienpopulationen, also aerobe, anaerobe und im Prinzip das ganze Sortiment. Da können Kleinkrebschen drin rumwuseln und das wird ganz lustig. Also ihr werdet das sehen, wenn das Becken da ist, dann werde ich auch den Filterschwamm bestellen. Da lasse ich euch natürlich dran teilhaben und auch überhaupt so, was in den Becken passiert. Hier habe ich schon Massen auf Bodengrund stehen und Salz und das meiste ist schon da. Also zumindest davon Lampen habe ich ja beim letzten oder vorletzten Stream schon gezeigt. Ja, also das meiste ist da, dann kann das losgehen. Aber wie gesagt, Diffusionsfilter, Prinzip, weiß ich nicht, muss ich hoffentlich nicht drauf eingehen. Wie der Name schon sagt, Diffusionsfilter, also ein Filter, der eben nicht zwangsangetrieben, also zwangsdurchströmt ist durch irgendwelche Pumpen oder was auch immer, sondern wo die Filterleistung auf natürlichem Wege funktioniert und zwar über den Weg der Diffusion, also des Ausgleichs von Medien aufgrund unterschiedlicher Salzkonzentrationen. Ja. Im Filter werden Stoffe abgebaut oder umgebaut. Dadurch entsteht ein Konzentrationsgefälle von diesen Stoffen und der sorgt dann dafür, dass da ein Austausch stattfindet. Und das ist halt der Antrieb, also ein rein biologisches System, das also tatsächlich sich selber steuert. Ja, also ein natürlich gesteuertes Filtersystem, was man von keinem anderen zwangsdurchströmten Filtersystem sagen kann. Also die sind alle nicht gesteuert, sondern die arbeiten und arbeiten und arbeiten und arbeiten. Und deshalb machen die auch all ihre Probleme.